Ja, hallo Leute, und ich wurde getaggt vom guten Heimkino Deluxe zu dem geht gar nicht Tag, der, was ich dann gesehen habe, allerdings schon ein bisschen älter ist mittlerweile, der schon 2013 angefangen hat. Und ja, ich wurde jetzt trotzdem getaggt, mein erster Tag, den ich jetzt mitmache, natürlich mache ich damit und ich werde dann auch weiter Leute taggen. Ja, habe mich gefreut, dass ich nominiert wurde. Nochmal danke an Heimkino Deluxe dafür. Und vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz erklären, worum es in dem Tag geht. Und zwar geht es darum, dass ich hier 15 Wörter aufgelistet habe und ich soll dazu sagen, was speziell von diesen Themen, ja, welche Punkte ich da überhaupt nicht leiden kann oder was für Bereiche es gibt, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das erste ist Essen oder Mahlzeit. Was mir da als erstes in den Sinn kommt, und das wird jetzt vielleicht viele verwundern, das hätten vielleicht viele nicht auf dem Plan, Sülzkotelett. Wer zum Fick braucht Sülzkotelett? Da hat man hat ein Stück Gurke, eine Scheibe Ei und ein Stück irgendwelche merkwürdige Wurst in einem Haufen Gelatine eingewickelt. Ich finde Sülzkotelett super eklig. Ich mag allgemein nicht Essen mit viel Gelatine. Gummibärchen sind lecker, aber so Zeug oder auch Wurst mit viel Gelatine ist überhaupt nicht meins. Und deswegen finde ich Sülzkotelett auch einfach nur, boah, wer braucht das? Also klar gibt es Leute, die das mögen. Ich mag es nicht. Zweites, Klamotten. Und da weiß ich auch ganz genau, ich versuche euch das jetzt so treffend zu beschreiben, wie es nur geht. Der typische Assi-Look. In meinen Augen. Und auch in den Augen von meiner Familie und von Freunden sehr oft so angesehen. Stellt es euch so vor, ist bezogen auf Frauen und Männer, ist universal geschlechtskompatibel. Eine Jogginghose. Dazu ein Cap. Und zwar nicht so ein Snapback Cap, sondern eins mit so einem Netz an der Rückseite. Und das Cap halt nur so aufgesetzt, praktisch so vorsichtig draufliegend auf dem Kopf. Und dann am besten noch mit einer dicken Panzerkette um den Hals und einer Zigarette im Mund. Geht gar nicht. Und vor allem mit einer Jogginghose in der Stadt rumlaufen oder so, finde ich, ist ein absolutes No-Go. Sieht richtig assi aus, wenn man mich fragt. Drittens, Musik. Musik, die ich überhaupt nicht leiden kann, das ist ziemlich schwierig, weil ich finde, es gibt bei jeder Musikrichtung bestimmte Sachen, die mir gefallen. Es gibt sogar guten Schlager, finde ich. Nicht viel, aber es gibt guten Schlager. Es gibt auch gute Volksmusik, ja. Auch wenn ich Volksmusik überhaupt nicht ab kann, das wäre vielleicht eins, aber Volkslieder oder so, klar, gibt es auch gute. Aber was ich sagen muss, was ich jetzt auch nicht generell schlecht finde, aber wovon ich, wenn ich davon viel höre, absolut die Schnauze voll habe, ist Elektro. Es gibt gute Elektro-Lieder, keine Frage, aber das Problem für mich bei Elektro ist einfach, es ist immer wieder der gleiche Aufbau bei einem Elektro-Lied. Jedes Elektro-Lied hat das absolut gleiche Schema und ich finde, wenn man davon so 5 oder 6 hintereinander hört, dann wird mir das schon zu viel, weil dann höre ich wirklich immer nur das Gleiche und das geht mir so auf den Sack irgendwann. Gut, das wäre meins zum Thema Musik. Ich höre selber übrigens so Pop-Punk oder Rockmusik. Das ist so das, was ich Hip-Hop auch manchmal ganz gern. Viertens, Duft oder Geruch. Ja, zuerst habe ich da dran gedacht, was viele als Kind ja eigentlich mögen, dieser Benzingeruch, mochte ich früher als Kind auch, wenn ich das heute rieche, finde ich das super eklig, wenn das so intensiv ist. Mag ich überhaupt nicht gerne riechen. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist der Geruch von Pflegeheim. Das Problem bei Pflegeheim oder auch Ärzte-Wartezimmer ist, die haben da dieses Putzmittel. Damit desinfizieren sie alles und machen alles sauber. Das ist ja schön und gut und das ist ja auch richtig. Aber dann mach doch bitte mal die Fenster danach auf. Weil die Leute sitzen da 12 Stunden, also da ist 12 Stunden Betrieb in so einem Ding, im Pflegeheim 24 Stunden, die Leute sitzen da drin und es wird ständig mit diesem Putzmittel hantiert und es werden nie die Fenster aufgemacht. Und die Leute, die da hinkommen, denken sich, wenn man zum Arzt geht, man will doch nicht sterben, nur wenn man reinkommt. Also öffnet einfach mal die Fenster, würde ich da gerne sagen. Ja, das sind Gerüche, die ich überhaupt nicht ab kann. Da kommt dir der Mock hoch, weißt du, um jetzt mal Assi-Toni zu zitieren. Fünftens, Jahreszeiten. Ich meine, jeder hat's gesagt,
ich werde auch sagen, Herbst ist furchtbar. Herbst ist verregnet, im Herbst fühlt man sich deprimiert, das ist ganz einfach so, deswegen haben ja auch viele Leute Herbstdepressionen. Winter geht dann wieder, weil Winter, wenn er richtig knackig kalt ist, ist das schon wieder geil irgendwo, finde ich. Aber Herbst ist so ein Mischding, die ganze Zeit ist es grau draußen, immer ist es nass, immer ist es matschig und total eklig. Es gibt auch schöne Herbsttage, wenn die Sonne scheint, aber wenn es im Herbst so widerlich ist, nee. Nee, tut mir leid. Sechstens, Süßigkeiten. Lakritze, würde ich sagen, ja. Lakritz und Marzipan, obwohl Marzipan jetzt nicht so schlimm ist, aber Lakritz mag ich wirklich gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Lakritz würgen muss oder sowas. Also es ist einfach nur so, dass ich Lakritz nicht mag. Damit wäre das für mich auch abgehandelt. Siebtens, YouTube. Was gibt's an YouTube, was mich aufregt oder was ich überhaupt nicht mag? Das absolut Schlimmste, finde ich, bei YouTube ist die ständige Veränderung von dem Design. Weil seit YouTube irgendwie bei Google ist, habe ich das Gefühl, wird wirklich alle 3 Monate da was am Design geändert. Und das regt mich dermaßen auf, weil man hat sich gerade eingefunden und man weiß gerade, wo die ganzen Anwendungen zu finden sind. Und auf einmal ist alles wieder verschoben. Das ist furchtbar. Und zudem stört mich auch in YouTube, dass jetzt diese Persönlichkeit da mittlerweile raus ist. Weil die Kanäle konnte man sich früher noch ziemlich individuell einrichten, was heute nicht mehr wirklich möglich ist. Sonst, was mich auf YouTube vielleicht stören würde, es gibt eigentlich keine Art von YouTubern, die mich jetzt wirklich stört. Ich meine, selbst die großen Partner finde ich okay. Ich meine, wenn ich sie nicht mag, dann gucke ich mir sie halt nicht an und von daher will ich da auch gar nicht großartig jetzt rumbitchen. Was mich allerdings stört bei YouTube ist, wenn man, und als einer, der selber Videos macht, kann ich das wirklich sagen, wenn man den Videos Daumen runter bekommt. Ich meine, das ist das gute Recht von Leuten, deinen Daumen runter zu geben. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn man dann nicht sagt, was einem an dem Video nicht gefällt. Ich finde, das müsste man dann schon machen. Weil okay, man hat dann Daumen runter und das ist ja schön und gut, aber man kann ja damit dann nichts anfangen. Weil man weiß dann ja nicht, was jetzt an dem Video schlechter und was man verbessern soll. Ja, und gerade ich, der jetzt Filmkritiken macht, Kritiken in Anführungsstriche mal gesetzt jetzt, der kann vor allem dann gar nichts damit anfangen, weil ich mir dann denke, okay, geben die Leute jetzt einen Daumen runter, weil ihnen der Film gefällt und mir jetzt vielleicht nicht oder andersrum. Und das find ich dann wirklich unnötig, weil ich mir dann denke, nur weil euch der Film gefällt und mir jetzt vielleicht nicht oder andersrum, ist das, finde ich, kein Grund, einen Daumen runter zu geben. Schließlich kommt es ja bei meinen Videos auf die Argumentation an. Und wenn man dann schreibt, deine Argumente waren nicht stichhaltig und gibt dann einen Daumen runter, dann kann ich das verstehen und dann finde ich das auch super. Und dann diskutiere ich auch gerne mit den Leuten oder rede halt gerne mit den Leuten darüber und tausche mich über Filme mit den Leuten aus. Ich meine, darum geht es auf meinem Kanal und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen schade, wenn Leute einfach einen Daumen runter geben und das nicht wirklich begründen. Achtens, McDonald's. Ich weiß nicht, was ich zu McDonald's sagen soll. Ich meine, ich bin kein Mensch, der super gerne zu McDonald's geht. Vielleicht kann man jetzt diese Diskussion hochbringen von wegen Burger King gegen McDonald's. Ich gehe lieber zu Burger King, ich bin ganz ehrlich, weil ich Burger King einfach entspannter finde. Weil ich finde, im McDonald's ist das immer so rappelvoll und ständig piept alles um einen rum und überall wuseln Leute und Kinder. Und der Burger King, wo ich immer hingehe, der ist entspannt, der ist immer relativ leer oder es sind halt relativ freie Sitzplätze. Und von daher finde ich Burger King einfach sehr entspannt. Zudem schmeckt mir Burger King auch einfach ein bisschen besser, einige Sachen. Und ich finde es nicht ganz so überteuert wie McDonald's, aber das soll ja nicht Thema sein. Es soll ja Thema sein, was ich an McDonald's nicht mag. Ich mag an McDonald's überhaupt nicht die Marketingkampagnen. Diese Werbespots von McDonald's gehen mir absolut auf den Sack. Ich gucke zum Glück auch kein Fernsehen mehr und deswegen geht mir das auch hintenrum vorbei. Was ich sonst nicht mag an McDonald's... Ach, keine Ahnung. Ich meine, ich gehe sowieso nicht zu McDonald's, von daher kann mir das schnutzegal sein. Es ist halt einfach nur mega überteuert und es ist Essen, von dem du nicht richtig satt wirst. Es ist ja kein richtiges Essen in dem Sinne. Es ist ja einfach nur Zeug, was du nicht reinstopfst und dann bist du vielleicht eine halbe Stunde satt, aber dann hast du ja wieder Hunger. Also von daher kann ich nicht viel zu McDonald's sagen. Ich gehe nicht zu McDonald's und ich mag McDonald's auch nicht.
Neuntens, Person im Allgemeinen. Ja, ich hasse Menschen, ich mag Menschen überhaupt nicht. Und von daher kommuniziere ich auch nur über YouTube mit Leuten. Nein, kleine Scherz am Rande. Was für Personen ich überhaupt nicht mag, da kommt mir als erstes in den Sinn Thema Rassismus einfach, weil ich möchte jetzt hier nicht belehrend mit dem Zeigefinger wirken, aber sobald ich irgendwo Rassismus aufschnappe oder sobald mir irgendwelche rassistischen Äußerungen entgegenkommen, nee, dann halte ich echt gerne Abstand zu den Personen, weil ich hasse Rassismus einfach. Ich finde, Rassismus ist so unnötig einfach nur und auch von den Argumenten her nicht stichhaltig und überhaupt gar nichts, total unbegründet einfach nur. Ich meine, wenn man Rassismus mit Humor verbindet, ist es okay, weil ich finde, man sollte Humor über alles machen dürfen, ja. Und dann ist es halt sehr, sehr schwarzer und makabrer Humor und das ist, finde ich, okay und das darf man machen, aber sobald es wirklich um Rassismus geht, kann ich das nicht verantworten. Zehntens, öffentliche Person. Keine Ahnung. Alle Leute, die mit RTL zu tun haben, einfach nur. Oh, öffentliche Person, da kann ich eigentlich echt nicht viel zu sagen. Welche Personen gehen mir wirklich auf den Zeiger? Da müsste ich jetzt echt länger drüber nachdenken, eigentlich. Eigentlich nur irgendwelche bescheuerten Teenie-Boy-Groups à la One Direction oder auch Justin Bieber, aber ich, mein Gott, ich höre die Leute nicht, ich interessiere mich nicht für die und sollen sie doch ihre Daseinsberechtigung haben, von daher rege ich mich ja auch überhaupt nicht auf. Genauso bei Politik, da rege ich mich auch überhaupt nicht drüber auf, weil sollen die Leute machen, was sie wollen und ich mische mich da jetzt nicht großartig ein. Von daher, öffentliche Person ist mir auch relativ egal. Elfens Haare, was geht bei Haaren überhaupt nicht? Da kann ich aber was zu sagen. Vor allem bei Frauen. Die typische Assi-Palme. Das kennt ihr jetzt vielleicht, wenn Frauen hier oben einen Zopf haben. Sieht furchtbar aus, finde ich. Und was ich auch bei Frauen überhaupt nicht leiden kann, was ja eine Zeit lang echt Trend war, die Haare wasserstoffblond zu färben und in den Spitzen schwarz oder andersrum. Das geht auch. Ich finde wasserstoffblonde Haare sowieso nicht besonders schön. Oder wenn man wasserstoffblonde Haare hat und sehr dunklen Ansatz. Das sieht furchtbar aus. Richtig gruselig, richtig eklig finde ich das. Aber das kann man leider noch individuell kombinieren mit Lederjacken und riesig großen Ohrringen und Kajal bis zum Getno. Und schöner Solarium-Assi-Toaster-Beule. Das kann man alles noch kombinieren. Das geht immer noch eine Schippe schlimmer. 12. Party. Was kann ich auf Partys überhaupt nicht leiden? Ich gehe eigentlich relativ gerne auf Partys. Was ich nicht leiden kann auf Partys, was ich ja eigentlich schon vorher gesagt habe, wenn auf Partys nur Elektro läuft. Sorry, aber ich finde es einfach langweilig nach einer Zeit. Wie gesagt, ich finde Elektro ist echt immer nur das Gleiche. Wenn es die Leute schön finden, okay, ist gut. Und was ich auch überhaupt nicht leiden kann auf Partys, wenn auf Partys nicht getanzt wird. Wenn Musik läuft und nicht getanzt wird, weil ich gehe unheimlich gerne ab auf Partys, um ganz ehrlich zu sein. Und ich finde das einfach nur schade, wenn auf Partys nicht getanzt wird und dann ist die Party für mich irgendwie langweilig. Und zudem, was ich auch überhaupt nicht leiden kann, wenn man eine Anlage hat bei einer Party mit AUX-Anschluss und Leute meinen ständig an diesem AUX-Anschluss umzustöpseln und ihre Handys anzustöpseln und am besten noch mitten in dem Lied das AUX-Kabel rauszureißen und an ein anderes Handy anzustöpseln. Das ist ein furchtbares Geräusch und vor allem mitten im Lied geht gar nicht. 13. Autofahren. Was geht bei Autofahren überhaupt nicht? Ganz einfach, wenn der Tank alles ist. 14. Eltern. Ich liebe meine Eltern, das muss ich vielleicht am Anfang sagen. Und was für Eltern ich vielleicht überhaupt nicht ab kann, das kann ich euch auch sagen, weil ich habe einige Freunde, die haben relativ strenge Eltern. Und die sind jetzt mittlerweile aber schon volljährig und denen wird von den Eltern immer noch sehr, sehr viel vorgeschrieben. Von wegen, du musst freitags hier um 8 Uhr wieder da sein und wenn du nicht da bist, gibt's Stress. Ich meine, mit 18 Jahren um 8 wieder da sein am Freitag. Nee, also sowas finde ich echt bescheuert dann. Und das letzte 15. Instagram. Instagram geht mir auch völlig am Arsch vorbei, ehrlich. Ich bin nicht auf Instagram, interessiere mich da überhaupt nicht für, von daher kann ich da auch überhaupt nichts zu sagen. Und das wäre eigentlich schon das Ende vom Tag. Ich hoffe, euch haben meine Antworten gefallen.
Ich hoffe, sie waren plausibel genug. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt's unten in die Kommentare rein. Und sonst, die Person, die ich taggen würde, das wäre einmal Broody1979. Hier könnt ihr euch seinen Kanal anklicken. Jemand, der mich eigentlich bei YouTube unterstützt hat, seitdem ich hier angefangen habe. Und deswegen tagge ich den. Dann Lord Gangamful da drüber. Ein sehr sympathischer YouTuber, der auch immer bei mir kommentiert. Von dem ich auch gerne seine Videos anschaue und ja, den ich auch sehr, sehr mag. Ich hoffe, du machst auch bei diesem Tag mit. Und dann hätten wir noch Traxation hier. Traxation, der Filmemann. Ja, ich weiß, du machst gerne bei Tags mit, deswegen tagge ich dich jetzt auch. Ich mag deine Videos auch sehr und lass mich auch manchmal ganz gerne von denen inspirieren. Ich hoffe, euch hat's gefallen, trotz der Verhaspel ab und zu, trotz der Nachdenkpausen manchmal. Ja, das war mein geht gar nicht Tag. Lasst in den Kommentaren da, wie ihr es fandet. Macht's gut. Bis dann. Ciao.